Montana Black, Rezo oder JP Performance. Wenn man an die erfolgreichsten YouTuber Deutschlands denkt, kommen einem wohl direkt diese Namen in den Kopf. Doch wenn man mal die Aufrufszahlen miteinander vergleicht, stellt sich heraus, dass der offiziell erfolgreichste YouTuber Deutschlands jemand ganz anderes ist. Jemand, der eigentlich gar kein klassischer Internetstar oder typischer Influencer ist. Und zwar Fritz Meinecke. Sein Kanal rankt auf Seiten wie Nindo oder Social Blade höher als alle anderen, doch Fritz Meineckes Content ist dabei eher untypisch. Vor allem im Vergleich zu dem, was die meisten anderen erfolgreichen YouTuber so machen. Wir wollen euch in diesem Video vorstellen, wie Fritz Meinecke es überhaupt schaffte, mit Nischen-Content so einen Erfolg zu erreichen. Und wie er vom einfachen Kfz-Mechatroniker zu einem der erfolgreichsten Online-Medienunternehmern Deutschlands wurde. Ebenfalls wollen wir auch die unschönen Seiten beleuchten, die die neu gewonnene Aufmerksamkeit für einen der wohl ungewöhnlichsten YouTube-Stars des Landes mit sich brachte. Und zeigen, warum Fritz Meinecke nicht ganz unumstritten ist. Also legen wir direkt los. Hier bei Wissenswert. Beginnen wir zunächst im Jahr 1989. Am 24. Mai dieses Jahres wurde Fritz Meinecke nämlich unter dem Namen Friedrich Meinecke kurz vor dem Fall der Mauer in der DDR geboren. Genauer gesagt in Magdeburg, wo er übrigens auch seine komplette Kindheit und Jugend verbrachte. In seiner Kindheit und Jugend hatte er noch nicht davon geträumt, eines Tages Videos über Outdoor- und Survival-Content zu drehen. Generell waren seine Interessen damals noch andere. So wusste Fritz auch nach seinem Schulabschluss noch nicht, was er überhaupt einmal werden will. Er fing, ohne eine große Vorstellung von der genauen Tätigkeit zu haben, eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker an, bei der er, wie er heute sagte, in irgendeiner LKW-Butze an der Autobahn arbeitete. Als er allerdings schnell merkte, dass dies nicht seine Welt war, zog er dann nach Frankfurt. Er wollte etwas ganz anderes machen und begann in seiner neuen Heimat eine Lehre zum Bankkaufmann zu absolvieren. Obwohl Fritz auch hier schnell merkte, dass dieser Beruf definitiv nicht das ist, was er sein Leben lang machen möchte, zog er die Ausbildung bis zum Ende durch und arbeitete auch danach kurze Zeit als Bankkaufmann. Ergebnis der Abschlussprüfung: erreichte Gesamtleistung in der kompletten Gesamtheit der Bankausbildung beträgt 1,9. Anschließend ging es für den heutigen YouTube-Star erst einmal zur Bundeswehr, wo er insgesamt 15 Monate bleibt und bei den Feldjägern aktiv ist. Wer nun denkt, dass er durch seine Zeit bei der Bundeswehr auf die Idee kam, Outdoor- und Survival-YouTuber zu werden, liegt allerdings falsch. Denn statt nach seinem Dienst mehr im Bereich Survival zu machen oder bei der Bundeswehr in einer anderen Form tätig zu werden, wechselte Fritz schon wieder sein Berufsfeld und erneut wollte er etwas völlig anderes machen. So zog er nämlich nach Berlin und fing ein Studium an, das den wohl höchstmöglichen Kontrast zu seinen heutigen Outdoor-Aktivitäten darstellt. Fritz studierte in Berlin nämlich Game Art und Animation an der Games Academy und lernte dort 3D-Grafiken für Computerspiele zu erstellen. Weil er für diese Tätigkeit allerdings ständig nur drinnen am Computer saß, suchte sich der damals 22-Jährige während des Studiums dann ein Hobby zum Ausgleich. Er vermisste die Natur und spürte, dass eine reine Büroarbeit weiterhin nicht wirklich seins ist. Und so fing er eines Tages an, mit seinen Freunden auf Geocaching-Touren zu gehen. Beim Geocaching geht es darum, in der Natur von anderen Geocachern versteckte Boxen zu finden. Im Rahmen dieses Hobbys tat Fritz dann auch immer mehr Facebook-Gruppen zu ähnlichen Themen bei und kam so langsam auch in Berührung mit der immer wachsenden Outdoor- und Survival-Szene. Fritz war begeistert und sieht diese Zeit heute auch als Startschuss für seine Karriere an. Es sollte nämlich nicht beim Geocaching bleiben. Da Fritz sich immer mehr für Outdoor-Aktivitäten interessierte, fing er auch an, Lost Places, also vergessene und verfallene Orte, zu besuchen und startete im Jahr 2014 schließlich seinen YouTube-Kanal, auf dem er zunächst unkommentierte Videos seiner Touren hochlud. Da Fritz zu diesem Zeitpunkt nach eigener Aussage niemanden kannte, der selbstständig war oder sich mit YouTube und Videoschnitt auskannte, brachte sich der Magdeburger nach und nach alles selbst bei und verbesserte so die Qualität
Qualität seiner Videos immer weiter. Er probierte unterschiedliche Formate aus, fing an, in seinen Videos auch selbst zu sprechen und seine Entdeckungen zu kommentieren und tauchte immer tiefer in die Outdoor-Szene ein. Die Idee, einmal davon leben zu können, kam ihm zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht und so arbeitete Fritz zunächst weiter hauptberuflich als Grafiker, bis ein Ereignis folgte, das für den Survival-YouTuber alles verändern sollte. 2016 muss nämlich die Firma, für die er arbeitet, Insolvenz anmelden und Fritz verlor von einem Tag auf den anderen seinen Job. Anstatt zu trauern, war für Fritz nun klar, dass dies seine Chance ist, als hauptberuflicher YouTuber durchzustarten. Und anstatt seine Karriere dem Zufall zu überlassen, machte Fritz etwas, das so eigentlich noch nie ein deutscher YouTuber vor ihm tat. Als ehemaliger Bankkaufmann entwickelte er nämlich vorab einen richtigen Businessplan für einen Kanal und ihm wurde sogar ein Gründungszuschuss gewährt. Fritz nutzte diese Chance und arbeitete ab diesem Zeitpunkt bis zu 14 Stunden täglich an seiner Karriere. Neben den YouTube-Videos eröffnete er einen eigenen Merch-Shop, schrieb ein Buch mit dem Titel Der Abenteurer – Alles, was man über Outdoor wissen muss und moderierte sogar mit dem Comedian Wiegald Boning zusammen eine TV-Serie über Lost Places, die auf dem History Channel lief. Fritz begann sich als Survival-Experte zu vermarkten und verfolgte schon damals den Plan, eines Tages nicht nur von YouTube überleben zu können, sondern ein erfolgreiches Business aufzubauen. Nach und nach stiegen die Aufrufzahlen auf Meinekes Kanal und während er zunächst nur Zuschauer aus der Survival-Nische hatte, gingen immer häufiger auch Videos von ihm regelrecht viral, sodass auch immer mehr Mainstream-Zuschauer auf seine Videos klickten. Letztes Jahr machte Fritz dann allerdings etwas, was für einen YouTuber sehr untypisch ist. Denn wie schon zu Beginn seiner Karriere entschied er sich bei seinem Plan zu bleiben, seinen Kanal wie ein Medienunternehmen zu führen und versuchte daher eine eigene professionelle Survival-Serie zu produzieren. Dafür suchte er nach Sponsoren, die ihm 100.000 Euro zur Verfügung stellten, die er dann als Budget für seine Produktion nutzen konnte. Schließlich entstand so die YouTube-Serie 7 vs. Wild, bei der Teilnehmer mit nur einer Handvoll Gegenständen alleine in der schwedischen Wildnis überleben mussten. Jede Folge erreichte mehrere Millionen Aufrufe und neben Zuschauern aus der Survival-Szene waren die meisten, die das Format verfolgten, einfach ganz normale YouTube-Nutzer. Meine 7 Gegenstände sind ein Schlafsack, ein Tarp, ein Kochtopf, Feuerstahl, Fishing-Kit, 30 Meter Paracord und mein Messer. Durch den riesigen Erfolg von 7 vs. Wild ist somit auch Fritz Meinekes Kanal definitiv im Mainstream angekommen. Aber ob der Survival-YouTuber sich hier auch so richtig wohlfühlt, ist nicht ganz sicher. Denn mit Fritz und der breiten Öffentlichkeit treffen in gewisser Weise zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite ein Mann, der das Abenteuer sucht, dafür auch immer wieder bewusst aus der Gesellschaft ausbricht und sogar teilweise ein ganz ursprüngliches Leben führt, auf der anderen Seite eben die moderne Gesellschaft, die gesellschaftliche Normen und Traditionen immer wieder in Frage stellt. Ein Vorfall, der besonders gut zeigt, wie groß der Unterschied zwischen diesen beiden Welten manchmal sein kann, ereignete sich erst kürzlich. Fritz Meinecke lud nämlich ein Video hoch von einer Fahrradtour durch mehrere Länder. Im Video war zu sehen, wie Fritz einer Frau am Straßenrand im Vorbeifahren scherzhaft zurief, ob sie für 5 Euro Geschlechtsverkehr haben wolle. Da das Video von über 1 Million Leute gesehen wurde, kam es zu einiger Kritik. Mehrere Leute warfen dem YouTuber aufgrund dieses Ausschnitts nämlich Sexismus vor und nachdem sich die Kritik auf Seiten wie Twitter und sogar auf einigen Nachrichtenseiten verbreitete, entschied sich Fritz dazu, ein eigenes Statement zu posten. Dieses Statement war allerdings keine klassische PR-geprüfte Entschuldigung, ganz im Gegenteil. Fritz erklärte, dass wer dieses Verhalten als sexistisch und respektlos empfinde, einfach falsch auf seinem Kanal sei. Während andere große YouTuber mit einem Mainstream-Publikum sich vermutlich entschuldigt oder distanziert hätten, deutet Fritz mit dieser Aussage an, dass sein Kanal nicht für alle sei, sondern nur für die, die so etwas nicht stört. Fritz Meinecke, der inzwischen durch teure Produktionen wie 7 vs. Wild mit Nischen-Content im Mainstream angekommen ist, will möglicherweise gar nicht wirklich den Mainstream erreichen. Denn wie er wirklich denkt, deutete Fritz dann nämlich in einem weiteren Statement
auf Instagram an. Ein Nutzer fragte den YouTuber nämlich, warum er eigentlich so toxisch sei. Daraufhin erklärte Fritz Meinecke, dass ihm die, nach seinen Worten, völlig verweichlichte Gutmenschengesellschaft auf die Eier gehen würde und dass er seine Meinungen schon extrem oft zurückhielte, weil er sonst vermutlich überall gebannt werden und seine Werbepartner verlieren würde. Im gleichen Zug kritisierte Fritz auch Triggerwarnungen, Gendersprache und angebliche Sprechverbote und beendete sein Statement mit einem sich übergebenden Smiley. Dies führte nicht nur zum tatsächlichen Verlust eines Werbepartners, sondern auch dazu, dass Fritz aufgrund seiner Wortwahl von einigen Kritikern Nähe zu rechten Ideologien vorgeworfen wurde. Manche Medien deuteten sogar an, dass eine Verbindung zwischen der Outdoor- und Prepper-Szene und stark rechtsorientiertem Gedankengut besteht. Und da Fritz Wörter wie Gutmensch verwendet und mehrfach von Sprechverboten redet, würde er sich angeblich mit diesen Leuten gleichstellen. Fritz Meinecke verkörpert durch seine Sprüche und Outdoor-Tätigkeiten außerdem für viele schon fast klischeehaft das Bild eines starken und maskulinen Mannes aus alten Zeiten und das kommt bei einigen nicht gut an. Er ist jemand, der in einer Zeit, in der ein Großteil der Menschen ihre Freizeit vor dem Bildschirm verbringt, draußen unterwegs ist, sein Leben in die eigene Hand nimmt und nichts von der sogenannten Cancel Culture, also dem Beseitigen von vermeintlich politisch unkorrekten Dingen hält. Während sich Medien mit Fragen beschäftigen, ob und wie korrekt gegendert werden solle und ob Winnetou-Filme überhaupt noch gezeigt werden dürfen, fällt Fritz aus dem Rahmen, indem er sich weigert, sich den modernen Konventionen zu beugen. Für sein Verhalten muss er daher viel Kritik einstecken. Andererseits schauen ihm auch Millionen von Menschen begeistert bei YouTube zu. Fritz ist also im Mainstream bekannt, ohne selbst Mainstream zu sein. Aber was ist denn eure Meinung zu diesem Thema? Guckt ihr die Videos von Fritz Meinecke gerne und was sind eure Gedanken zu seinen Aussagen? Wir sind sehr gespannt, was ihr denkt. Schaut euch an der Stelle auch unbedingt mal unser Survival-Video über die Gruppe Jugendlicher an, die auf einer einsamen Insel gestrandet sind.